Der Saisonauftakt in Bahrain, der hat uns nicht wahnsinnig viel Mut gemacht, dass die Saison 2024 wesentlich spannender werden könnte als 2023 war. Max Verstappen und Sergio Perez, die beiden Fahrer von Red Bull Racing, haben letztendlich einen souveränen Doppelsieg gefeiert und noch dazu einen, der zu keinem Zeitpunkt ernsthaft in Gefahr war. Die große Frage ist jetzt, wird es beim zweiten Saisonrennen in Saudi-Arabien spannender zugehen als beim ersten in Bahrain? Ja, also ich glaube, wir hoffen ja alle ein bisschen. Wir ist ja immer sehr subjektiv. Das kommt auf den Standpunkt an. Ich bin mir sicher, bei Red Bull und bei Verstappen sind ja meine Hoffnung, bleibt alles. Passt doch. Was gibt es hier für Beschwerden? Aber wenn ich mir den Toto Wolff so angeschaut habe, also der hat schon mal fröhlicher ausgesehen. War ja fast mitgenommen, wie er da so dastand und von der anderen Galaxie gesprochen hat. Aber nochmal kurz auf die Strecke in Jeddah zu sprechen zu kommen. Es ist natürlich eine ganz andere Strecke. Es sind so ganz lange Kurven. Man sieht nicht richtig, wo es hingeht. Viele blinde Kurven, also wo die Sichtlinie limitiert ist. Das ist für den Fahrer eigentlich kein Problem, man weiß ja, wo es entlang geht. Aber wenn ein Unfall ist und bei den hohen Geschwindigkeiten, da steht da einer, liegt irgendwas rum, er hat immer, schwingt ein bisschen so ein Gefahrenmoment mit, was das Rennen beeinflussen kann. Nicht unbedingt, dass da jetzt ein Riesenunfall passiert, aber wenn irgendwelche Teile rumliegen, das kann dort problematisch werden. Asphalt ist anders, Layout ist anders. Also es gibt für den armen Toto Wolff noch Hoffnung. Das war gerade Christian Danner, der Formel-1-Experte, den ihr aus den RTL-Übertragungen kennt. Und er war am Montag nach Bahrain zu Gast bei Sport und Talk aus dem Hangar 7, einer Sendung von Servus TV, unserem Partner und dem offiziellen Broadcaster der Formel 1 in Österreich. In Bahrain wurde Carlos Sainz hinter den beiden Red Bulls Dritter und er wurde zum Man of the Race gewählt. Und Moderator Christian Nehiber wollte von Christian Danner wissen, wie er die Leistung des Ferrari-Piloten bewertet. Ja, also wenn man bei Ferrari rausgeschmissen wird und im Endeffekt eine nicht definierte Zukunft vor sich hat, dann ist es kein Wunder, dass man aggressiv fährt. Sainz ist sowieso ein Mann, der dazu neigt, viel mit Einsatz, mit Aggressivität wettzumachen. Wir sehen da zweimal, hat er seinen Teamkollegen gleich überholt. Das hat er gut gemacht und es ist auch so ein bisschen sein Naturell. Ist schön anzuschauen, toll, da weiß man, da glüht alles, wenn der Bursche Gas gibt. Der Leclerc hatte ein paar technische Sachen, aber wenn man die beiden mal vergleicht, mal ganz ehrlich, die Genialität, dieses little bit of extra, das hat der Leclerc. Mhm. Der Sainz ist richtig schnell, richtig gut, toller Typ. Dem siehst du in den Augen an, was los ist, emotional. Mhm. Der Leclerc ist für mich der Genialere, der im entscheidenden Moment eben noch eine Prise nachlegen kann. Aber es ist eine schön, zwei unterschiedliche Charaktere, die werden sich dieses Jahr öfters noch in die Quere kommen, aufgrund der Tatsache, Leclerc hat einen Vertrag, Sainz hat keinen. Ja, man sollte eigentlich allen nur einen Einjahresvertrag geben. Ne? Dann wäre überhaupt ein aggressiveres Verhalten auf der Strecke. Ne? Und man könnte immer wieder neu entscheiden. Ne? Ein ziemlicher Alleingang mit dem Max, er hat es gesagt. Kann man diese Situation, Max Verstappen und Red Bull Racing, 1:1 vergleichen mit dem, was Hamilton mit Mercedes in der besten Ära geschafft hat, was ein Schumacher mit Ferrari geleistet hat? Ja, das kann man absolut vergleichen. Das sind die beiden Vergleiche, Hamilton mit Mercedes oder Schumacher mit Ferrari, sind beides Dinge, wo ein Fahrer genau bekommen hat, was er gebraucht hat. Und zwar nicht nur technisch ein schnelles Auto, sondern auch ein Auto, was genau das macht, was er gerne hätte. Und das Umsetzen haben diese Topstars dann immer gut hinbekommen. Und ich muss sagen, wenn man die vergleicht, sehe ich eigentlich überhaupt keinen Unterschied zwischen einem Michael Schumacher und einem Verstappen. Der Verstappen ist etwas jünger und ich würde mal sagen etwas abgeklärter, als das Schumacher vielleicht war, wenn ich mich erinnere daran, wie der explodiert ist hin und wieder. Ein Hamilton ist wieder ein anderer Typ, der sein Social Life ein bisschen in den Vordergrund stellt. Aber ist ja schön, je bunter die Burschen sind, umso besser. Ja, eine Liga.
Wir freuen uns jetzt schon auf den Grand Prix von Saudi-Arabien und natürlich gibt es da auch wieder unsere täglichen Analysen im Livestream mit Kevin Scheuren und mir. Im ersten Stream am Mittwoch zum Medientag, da haben wir uns mit Audi und Sauber und dem Breaking News aus diesem Lager auseinandergesetzt. Am Donnerstagabend, da gibt es die Longrun-Analyse und am Freitag und Samstag, da berichten wir und analysieren wir Qualifying und Rennen. Und wenn ihr uns im Chat Fragen stellen wollt, dann könnt ihr Kanalmitglied werden und damit auch unsere journalistische Arbeit unterstützen. Mehr Inhalte unseres Partners Servus TV findet ihr übrigens bei Servus TV On. Den Link zur Servus TV Mediathek, den posten wir euch in die Videobeschreibung.